Hier ist zu einer weiteren Folge von Let's Play Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver 2010. Langer Titel, aber so ist es. Im letzten Part haben wir Tails und Sonic in unsere Gruppe aufgenommen, haben ein bisschen Skispringen gemacht. Ich glaube, er meint nicht Sonic, sondern Luigi. Ja, wahrscheinlich. Haben dann noch zwei von diesen Kristallen gefunden und können damit jetzt mal gucken, was hier ist. Ein Eismaul versperrt den Weg. Mach sie kaputt. Diese Eismauer ist sogar noch ein bisschen größer als die den Weg zum Platz versperrt hat. Schätze, wir müssen noch mehr Kristalle sammeln. Hä? Also ja, Kristalle wir haben, desto besser, ja? Leider können wir immer nur 4 Kristalle gleichzeitig mitnehmen. Wenn wir 4 Kristalle haben, sind auf Schildern und Topscreen keine Ausrufezeichen mehr. 4 Kristalle sollten genügen, um eine dicke Mauer zu brechen, oder? Meint ihr nicht? Ich versuche es mal. Aber Toddy uns einfach pranken. Das reicht doch nicht, das weiß ich. Die Eismauer ist weg, ihr könnt nun weitergehen. Stopp, eine Sache will ich vorher ausprobieren. Gehen wir dahin, wo wir zurückkommen. Da unten ist noch dieser eine Stern. Was für ein Stern? Das ist nichts. Ja? Das ist die Sprungfeder. Ja, das habe ich jetzt auch gesehen. Den Weg, wo wir herkommen. Ich weiß nicht, ob wirklich so eine. Ist hier keine Apparatur, die Tails sucht? Nämlich da links. Rechts von dir. Da gibt's ja einen Weg, der noch von Wolken geblockiert ist. Und das andere oben müsste diese. Nee, hier kommen wir nicht weiter. Und das andere, das ist die Mauer, die wir durch dieses Minispiel lösen. Aber da haben wir den Charakter, glaube ich, noch nicht. Okay, hier gibt's so ein Ding nicht. Okay, dann nicht. Dann haben wir alles. Dann! Ich weiß, ihr seid schon so aufgeregt, ihr wollt wissen, was hinter der Mauer ist. Gibt es den Boss dieser Welt? Wir hatten ja schon mal gegen Bowser Jr. gekämpft. Jetzt kommt der richtige Endboss. Und ja, der Name ist ein bisschen suboptimal, würde ich sagen. Na, weißt du, wer das ist? Irgendein Eggman, aber nicht der richtige. Ja, das stimmt. Eggman. Nein, aber der Name ist ein bisschen, wie gesagt, kritisch. Siehst du auch gleich. Also muss schon sagen, das ist ja ein seltsamer Gast nach Mittag. Das ist etwa Eggman? Das glaube ich nicht. Eggman redet anders. Na, wie unmöglich von mir. Ich bin Dr. Eggman Neger. Sehr gut. Ja, schwierig. Dann ist das gar nicht der echte Eggman. Hilfe, so hilf mir doch jemand. Was war das? Klang nach einem Schneegeist. Das hast du noch nicht gesehen. Das ist mein Freund Sparky. Er wurde sicher von Eggman Neger entführt. Na, so kann man das aber nicht sagen. Er leistet mir eine Gesellschaft. Es gibt jedenfalls keinen Grund zur Aufregung. Ich hatte gehofft, dass ihr in der nordischen Kombination gegen mich antretet. Na, was sagt ihr? Nehmt ihr die Herausforderung an? Müssen wir ja. Langlauf und Skispringen. Du heißt Mario, nicht wahr? Ja, ich wusste, dass du dich drauf einlassen würdest. Ja, das wird interessant. Ja, viel Glück, Mario. Ja, das schaffen wir. Ich wollte Luigi oder Tails nehmen. Ein Alleskönner. Irgendwas wurde gerade bei Discord geschrieben. Oh. Ui. Ja, reicht. Ich mach mal kurz Licht an, ich sehe gerade nichts mehr. Einfach spontane Blindheit. Falls ihr nicht wisst, aus welchem Spiel der ist, der kommt aus Sonic Rush, beziehungsweise Sonic Rush Adventure. Ist aus einer Paralleldimension, wo auch Blaze herkommt. Mal gucken, ob ich immer noch so gut bin. Jetzt haben wir trainiert, jetzt schaffst du es. Oh, scheiße. Eieieiei. Aber wie gesagt, ist nicht so schlimm, weil es kommt später noch die der Skilanglauf und da bist du ja besser als wir. Oh, perfekt. Immerhin. Das ist wichtig. Es gibt gute Punkte. Ja, ist okay. Ich hab absolut nicht drauf geachtet, wie viele er hatte. Aber mehr auf jeden Fall. Ja!
Aha. Ach, ich finde das super. Vor allem seine Beine sehen so aus wie so. Wie so eine Hummel. Also mit einer Farbgebung. Es sieht doch so dick aus. Ganz cool. Die Musik fehlt hier. Letztes Mal habe ich mich mal an der Musik orientiert und die ist aber nicht da. Oh mein Gott, hat auch perfekt. Welche Musik? Ja, jetzt war mal dieses Dö, Dö, Dö. So. Das ist aber nicht mehr da. In der habe ich mich nicht mehr orientiert. Aber du hast eben trotzdem gut gemacht. Also, ja, okay, das war zufällig. Ja, der Starten war nicht gut, aber der ist Landen. Der Starten war gut, das Springen war nicht gut. Komm. Ist wegen Bossmusik, weil die das übertüncht halt. Wir können jetzt zwar noch hinten sein, aber wir können trotzdem gewinnen. Sehr gut. Ha. 26 sogar. Ich sehe nicht hinten, wir sind vorne. Haben wir es geschafft? Nein, es kommt dann noch der Skilanglauf. Das ist beieinander. Also ja, das ist nordische Kombination, das sind beide Sachen zusammen. Oh Gott, das habe ich doch schon lange nicht mehr gespielt. Hä? Dann, ach so, das ist das. Okay. Hast du gedacht? Das andere mit diesem. Das andere halt. Was? Ja, natürlich nichts als Bonus. Ich hab nicht drauf geachtet, dass ich irgendwas. Das ist Zufall, Jan. Ach so. Du wirst da drücken müssen und dann kriegst du irgendeinen Bonus oder halt gar nichts. Und er hat ein Turbo bekommen. Egal, schaffst du. Ich weiß nicht, Turbo Start gedrückt halten? Ich weiß nicht, ob das geht. Und fährt er einfach gar nicht los? Wie gesagt, hier musst du es wieder nicht beachten, dass du vor dem Ziel wieder. Ich weiß auch nicht, ob er hat eine Strafe gehabt oder so. Eggman Neger einfach. Geistig verwirrt, würde ich sagen. Bisschen. Ich glaube, da war Luigi deutlich besser. Er ist uns aber auf dem Fersen. So, Turbo setzen, Turbo setzen. Let's go. Genau, immer schön nutzen, wenn du es hast. Come on. Boah, der ist uns wirklich auf dem Fersen. Ist halt wichtig, dass man ungefähr weiß, wo diese Turbofelder sind. Weil das ist jede Runde halt immer gleich. Die verändern sich ja nicht. Ja, wir haben guten Abstand. Ist das gut, wenn man hier an diesen Spuren fährt? Ja. Und wie gesagt, wenn du den Berg hochfährst, solltest du auch wirklich die Turbos nutzen, weil das sind die besten Situationen, wo man das macht. Du siehst ja schon, wenn du in der Mitte läufst, dann hat Luigi diese Schweißtropfen. Die hätte er sonst halt nicht. Ah, kommen wir nochmal auf zum Turbo? Ich weiß nicht. Aber guck mal, wir haben sogar fast den. Nein, was heißt fast? Aber der Streckenrekord. Ach komm! Oh Gott, jetzt am Ende nochmal. Turbo! Das war sogar. Nee, war sogar besser letztes Mal. Und ein Leben. So schlecht kann es also nicht gewesen sein. Okay. Du kannst nur die Überschallabfahrt spielen. Du kannst nur Skischießen im Traum spielen. Skischießen? Ungeheuerlich, ich kann nicht glauben, dass ich verloren habe. Glückwunsch, Mario. Und dann, Eggman Neger versucht zu fliehen. Ich kann mich nicht geschlagen geben, wir sehen uns wieder. Und? Los, fein um Käfig. Hilfe. Halt, lass wenigstens meinen Freund laufen. Na, ich will mal nicht so sein, betrachte es als Geschenk an den Sieger. Als ob. Ja, dann nehmt halt, wenn ihr das unbedingt wollt. Puh, endlich wieder frei. Ich bin euch so dankbar. Ich bin Sparky, der Schneegeist. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Frosty kommt aus Frosthausen. Aus welcher Stadt kommst du denn, Sparky? Ich bin der Schneegeist aus Sparkling. Ich peile mich besser und lass es schneien. Ach schön. Ja, jetzt geht er. Sparkling, keine Ahnung, wo das liegt. Ja, gut zu wissen, dass es dort dank euch wieder Schnee gibt. Yay.
Ach, schöne Sequenzen. Ne, falsche Musik. Sparkling war auch schön. Und in Sparkling kommt ein Gimmick dazu, was cool wird. Gute Reise nach Sparkling. In der Stadt gibt es anscheinend keine Schneegeister mehr. Sollen wir woanders suchen? Sehen wir uns mal in Sparkling um. Sparky kann uns ja die Stadt zeigen. Tolle Idee, aber wie kommen wir denn dahin? Normalerweise fliegen wir einfach, aber das geht mit euch ja nicht. Bowser und Eggman können ja auch nicht fliegen. Wir müssen also auf einen anderen Weg gehen. Na doch, die haben beide so Flugobjekte. Ziemlich ähnlich. Also was ist denn dieses Loch da vorne? Was hat das denn zu bedeuten, Mario? Sehen wir mal nach. Aber bevor du da reingehst, da unten sind noch Sachen und da oben kannst du auch... Ich glaube, du kannst dich noch ein bisschen bewegen. Ja, speichern. Speichern. Du kannst nur auf die Mission zugreifen. Oh, du hast das Sparky-Abzeichen ergattert. Sparky. So, wie gesagt. Oh, hier gibt's hier. Ja, Infos. Oh, ich lieb das. In Frosthausen ist es sogar im Sommer kalt. Will mich verarschen. Was ist denn das für eine Info? Na, ist Bescheid. Also. Geht's hier noch irgendwo hin? Darum kannst du nicht laufen, glaube ich. Genau, da kommst du nicht rum. Ja, weißt du, neben das? Der Kanone noch was? Unter der Kanone vielleicht? Kommst du noch weiter runter? Nee. Na, dann müssen wir wohl reingehen, würde ich sagen. Ab in die nächste Welt. Puff. Liebe Güte, in so einem dunklen Loch hätte ich nie eine Kanone vermutet. Wow, wo sind wir denn hier gelandet? So was habe ich ja noch nie gesehen. Sieht ganz so aus, als wären wir in Sparkling angekommen. Sparkling? Ist das deine Heimatstadt, Sparky? Willst du mich verarschen? Hat er eben schon mal gesagt. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas überhaupt gibt. Diese funkelnden Lichter. Oh, so schön. Sind da Kerzen im Eis? Ja. Diese Stadt befindet sich ja auch auf einer Insel, die am Himmel schwebt, weißt du? Wie bitte? Dann schweben wir also gerade in der Luft? Oha. Mario. Haha, keine Sorge, die Insel fällt nicht runter oder so. Wir sind ja wie auf Skype hier. Nein. Ich mache mir eher Gedanken, dass Pause und Eggman hier irgendwo herumlungern. Einer unserer befreundeten Schneegeister wird hier womöglich gefangen gehalten. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass an so einem Ort so etwas passieren kann. Helft uns doch bei der Suche nach unseren Freunden, oder? Klar. Ah, natürlich, ich bin so etwas nervös, aber das lässt sich schon machen. Ja, du machst eh nichts, toll. Dann also los. Ich werde den Schneegästen auf jeden Fall helfen. Oh yeah. Okay. Ja, geil, ab in der zweiten Welt. Ciao, ciao. Wisst ihr, dass das Loch da drüben ist? Was das ist? Ciao, ciao, ciao. Das ist eine Kanone, die euch nach Frosthausen schießt. Sei nicht so, als würden wir daherkommen. Perfekt. Wenn ihr mal wieder verschwinden wollt. Nützliche Informationen, aber dieser Darkschau tut so, als wären wir feige. Wir werden oft genug hier hin und her reisen werden. Hello. Warte mal, geh mal da runter. Na, seht ihr so aus, als kämt ihr nicht von hier. In dieser Stadt könnt ihr an Disziplinen teilnehmen, für die es Spezialregeln gibt. Wie es scheint, kennt ihr diesen Ort noch nicht. Frosthausen ist eine Stadt auf den Winterinseln, die sich im Ozean befindet. Sparkling dagegen befindet sich auf einer Trauminsel, die im Himmel schwebt. Hier gibt es viele lustige Disziplinen, von denen ihr sonst nur träumen könnt. Ach, Traumdisziplin, Leute. Übrigens, ich habe gehört, Frosthausen, was ihr in Frosthausen gemacht habt. Die ganze Stadt weiß, dass ihr Eggman-Neger besiegt habt und den Schneegeist gerettet habt. Vor einiger Zeit ist der ganze Schnee in Sparkling geschmolzen. Es war so furchtbar. Aber dank euch schneit es wieder. Und unser Schneefest kann doch noch stattfinden.
Moment mal, ich bin derjenige, der für Schnee gesorgt hat. Du solltest mir danken. Aber Sparky, du konntest es doch nur schneien lassen, weil die dich gerettet haben. Na sowas, ich glaube, du hast recht. Es tut mir leid, mein Fehler. Ganz kurz vergessen. Was macht er für komische Geräusche, der Todd? Also seid ihr hier, um euch zu entspannen und um euch das Schneefest anzusehen? Was, Bowser und Eggman halten sich vielleicht irgendwo in Sparklingen versteckt? Oh, das sind ja schlimme Neuigkeiten. Dann wird ein weiterer Schneegast direkt vor unserer Nase gefangen gehalten. Jetzt, wo ihr es sagt, einige Bereiche sind durch Eismauern blockiert. Bitte beschützt Sparkling für Bowser und Eggman. Wenn es irgendwas gibt, was ihr tun müsst, kann euch Oma... oh, ja. Oma Charo vielleicht helfen, ich erinnere mich. Und wie ihr schon mal hier seid, hoffe ich, dass ihr auch an unseren Disziplinen teilnehmt. So, jetzt gehen wir nochmal zurück, da die Treppe hoch und da runter. Und drück mal da unten, wo das so breiter wird. Geht das da nicht? Doch. Das ist nämlich die Neuerung. Du hast einen weißen Stein. Oh, das ist also ein weißer Stein, der funkelt ganz toll, nicht wahr? Diese Edelsteine sind heiß begehrt. Wir sollten auf jeden Fall ein paar mitnehmen, wenn wir sie finden. Wenn wir genug davon sammeln, könnten sie uns sogar von Nutzen sein. Du hast das Spürnasenabzeichen ergattert und dann drückt immer so schnell weg. Ich weiß nicht. Alter, die Todesstimme geht auf den Hals. Ich weiß nicht, ob die nur den Spielverlauf irgendwie abändern. Ob die da irgendwas helfen, ich glaube nicht. Oder ob es einfach Trivias sind. Aber du musst halt gucken, zum Beispiel da oben. Okay, ist eine Mission. Aber irgendwie, du musst immer A drücken, wenn das auffällige Stellen sind. Immer rumlaufen und A drücken und dann ist da vielleicht ein weißer Stein. Notfalls suche ich die halt in einer Komplettlösung, wenn wir welche übersehen haben. So, sehr wahrscheinlich ist hier etwas, was wir noch nicht haben. Ciao, willkommen. Ciao, ciao, habt ihr schon mal vom Raketenskisprung gehört? Ciao, ciao, es ist ja gar nicht schwer, ein bisschen wie Skispringen. Ciao, ciao, wollt ihr die Mission mal ausprobieren? Ciao, ciao, oh, mit diesen Kometenskiern könnt ihr nicht antreten. Ihr müsst sie für den Raketenskisprung anpassen. Sieht so aus, als müssten wir ein paar Änderungen vornehmen, aber wen sollen wir fragen? Ciao, 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 es soll einen Scheiger geben, der sich gut damit auskennt. Ciao, ciao, seht euch in Sparkling um und versucht ihn zu finden. Ja, am besten nur mal alle Leute ansprechen. Und zusätzlich immer noch A drücken, das ist mach halt... ich spamme aber jetzt die ganze Zeit A. Oder unten dieser Ahornbaum. An was erinnert dich das? Wo ist Vancouver? Weiß nicht. In Kanada. Was ist auf den kanadischen Flagge? Die Ahornblätter. Ja, also das eins. Ist so ein bisschen angelehnt daran. Kannst drücken, ich lese das nicht vor. Herzen geben, wie viele Versuche du noch hast. Und da gibt es halt Trivia-Sachen, noch coolere Trivia-Sachen als das. Aber nee. Bowser Jr. zieht manchmal seine Maske über den Mund, um nicht erkannt zu werden. Also das sind halt Sachen über Mario und Sonic-Universum. Und da gibt es halt Trivia über die Olympischen Spiele. Ja, also würde ich jetzt bei jedem mal sagen. Oh, ich mag die Musik. Der ist hier. Das ist also ein Ahornbaum. Die orangenfarbenen Blättern sehen so schön aus. Auf der Unterseite dieses Blattes steht ja sogar was. Es ist Trivia-Wissen zu den Olympischen Spielen. Unter Trivia-Wissen versteht man kleine interessante Fakten. Ja, darf ich lesen? Was hat Skifahren überhaupt angefangen? Wie hat Skifahren überhaupt angefangen? Kannst du noch gleich scrollen. Skier wurden schon vor über 2000 Jahren in Nordeuropa als Fortbewegungsmittel und zur Jagd eingesetzt. Wow. Als Wettsportart wurde Skifahren zum ersten Mal in Norwegen ausgetragen. Und deswegen sind die Norweger auch so gut bei den Olympischen Spielen immer. Trivia-Wissen 1 wurde zur Galerie hinzugefügt. Suchen wir nach Ahornbäumen. was? Suchen wir an den Ahornbäumen nach noch mehr Trivia-Wissen? Bei Bäumen mit orangefarbenen Blättern müssen wir also sehen, ob da irgendwas auf dem Boden liegt. Wir waren bisher noch nicht in der Galerie von Frosthausen, richtig? Ich bin wirklich neugierig auf die Galerie. Stellen wir ihr doch mal einen Besuch ab. Ja, das machen wir, wenn wir wieder im Frosthausen sind. Und das wird früh genug passieren. Aber ich denke, wir sollten hier noch mindestens eine Mission machen. Unten lang? Versuchen wir unten lang. Oder müsste sogar eine Sprungfeder sein. Ja, der Weg ist richtig secret hier. Johnny hatte da Probleme. Genau, Peach und Amy sollten hier sein. Herzen sind wichtig. Wer weiß, wann das nächste Mal Schwierigkeiten auftreten.
Spätestens bei den Spielen, die gefüllt und spielbar sind. Neuigkeiten. Zu Hause im Pilzpalast trägt Prinzessin Peach gern Kleider. Achso, weil sie hier nicht macht, oder was? Nein, nicht. Ja, aber bist du nicht... Sonic, jetzt weiß ich's wieder. Natürlich sprechen wir sie mit Sonic und nicht mit Mario. Ist Mario bei dir? Ich muss sagen, du kommst genau zur richtigen Zeit. Ich muss unbedingt was mit ihm besprechen. Auf einmal ist er da. Mario, lang nicht gesehen. Ich... Ja. Wie reizend, dich wiederzusehen. Ja. Prinzessin Peach, was machst du denn hier draußen ganz allein? Oh, nichts Besonderes. Ich wollte nur mal das Schneefest ansehen. Diese Schneekanonendisziplin ist ziemlich faszinierend, findest du nicht? Oh Mario, du hättest nicht zufällig Lust, gegen mich anzutreten. Wir haben keine Schneekanone. Oh, du hast gar keine Schneekanone. Kampfschneekanone. Dann kannst du auch nicht beim Schneekanonenkampf mitmachen. Kampfschneekanone, Schneekanonenkampf. Klingt nach Spaß, aber wir müssen erst eine Kampfschneekanone besorgen. Ja, ich glaube, wir müssen hier noch einiges besorgen. Ja, gucken wir mal weiter. Mario kann ja nicht auf diesen Trampolin springen. Und das Oma Ciao, aber brauchen wir ja eigentlich nicht, grundsätzlich. Oha! Noch ein weißen Stein. Die ist halt wirklich überall gefühlt. Ach nicht. Tut mir leid. Es ist so crazy. Ich glaube, wenn du jetzt oben lang gehen würdest, würdest du nicht lang kommen. Geh mal oben lang. Oh. Ist auch ein Shy Guy und ich glaube, da geht's auch nicht weiter. Genau. Was ist denn hier los? Ich brauche ja gar nicht googeln, Jan. Du findest ja alle schon. Ein Ausmaukolleg hier den Weg. Ja, ja, wissen wir doch. Grüßt Holle. Was sagt der? Thank you? Nee. Ach, die hören da wen. Ja, ja. Wow, hey Leute. Jens Bergling kann man an jede Menge Disziplinen spielen, oder? Aber ich muss schon sagen, der Raketenskisprung ist meine absolute Lieblingsmission. Wir wollten ja gerne auch noch mal versuchen, aber unsere Kometenskier passen nicht. Ich sag euch was, ich rüste sie für euch auf. Gebt sie mir mal ganz kurz, okay? Ich muss nur ein paar Raketen für die Raketenskispringer hier daran festmachen. So, das war's schon. Müsste eigentlich gehen. Jetzt sehe ich das zum ersten Mal auf der Truhe Ahornblatt. Ich habe nur gedacht, was soll das sein? Die Kometenskier wurden ausgerüstet. Vielen Dank. Sag mir, was ihr beim Raketenskisprung so drauf habt. Halt den Ausschau nach euch. Ja komm, dann gehen wir nochmal zurück zu der Mission und dann würde ich sagen, damit beenden wir den Part. Im nächsten Part werden wir uns dann hier weiter erkunden, aber das gönnen wir uns noch, weil das ist eigentlich eine coole Sache gewesen, glaube ich. Ist, glaube ich, auch Touch, aber es ist nicht schwierig. Nee, du musst schon da lang, das war richtig. Nein, da gehst du doch zu Peach. Nein. Kann doch auch Peach machen. Nein, die braucht kein Kampfkanone-Ding. Das stimmt. Das wird auch noch kommen. Und mit Peach können wir dann in Frosthausen beispielsweise. Nein, du musst doch da unten lang. Ja, ich weiß. Ich wollte nur mal gucken, ob da nicht doch noch ein Stein war. Ja, stimmt. Hätte es ja sein können. Hatte ich eigentlich im letzten... jetzt mal auch so gedacht, aber... Man muss ja wirklich sorgfältig sein. Es geht ja teilweise echt um Pixel. Aha. Oha. Und hier ist Goomba. Hallo Goomba. Ah ne, ich glaube, der will Peach wieder sehen. Ja, wer seid ihr denn? Ihr seid hier, um die Schneekanonenkampfmission zu probieren. Ah, das kommt eh niemand. Ehrlich gesagt, seht ihr nicht so aus, als würde ich dir irgendwas auf die Reihe kriegen. Jemand, der so versiert ist wie Prinzessin Peach, hätte vielleicht eine Chance. Aber ich lasse euch nicht cool, das ist, als ihr pfeifen, wie ihr beim Kampf mitmachen. Komisch, dass sie genau hinter dir steht. Oh, Prinzessin Peach ist in der Nähe, oder? Mit ihrem Team könnt ihr vielleicht an der Mission teilnehmen. Ja, schade. Ich will nie wieder Toad sprechen, ja. Alter. Das ist auch mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet. Aber warum ist das andere Fragezeichen? Weil man das noch nicht machen kann, wahrscheinlich. Ciao, danke, dass ihr zurückgekommen seid. Ciao, der Raketenskisprung ist immer noch bereit für euch. Versucht's mal. Oh, das schafft man, das ist easy. Das sind 6 Ringe, die dann in der Luft sind. Da musst du durch und wenn du weit genug fliegst, ist gut. Oh, guck mal, hier gibt's sogar verschiedene
Special-Dinger, Special-Sprünge, die man in der Luft machen kann, wenn man genug Energie hat. Ja, das ist ähnlich wie der andere, nur cooler. Ich liebe die Musik so. Jetzt schief, ich hab... Ich muss ich jetzt alles schief. Ja, das ist ein bisschen... Hey, ist so gut. Das muss immer da in die Richtung ungefähr gehen. Mit 6 Ringen ist okay. Und wenn du irgendwie so Mario drehst und die Maus so ganz wild drehst, dann würdest du so Turbo machen können. Ich weiß aber nicht, ob wir... Absturz. Ja, du hast schon die Ringe. Ja, und? Also du kannst einfach weiterfliegen, Items mitnehmen, wenn es noch geht. Versuch das halt zu bekommen. Weil du dann weiterfliegst eventuell und coole Sachen bekommst. Ja, einfach nur, um zu schauen, wie es ist, wenn die Mission nochmal kommt, weil sie wird kommen. Und du fliegst recht gut immer fürs erste Mal. Auch wenn du natürlich die Items verpasst, aber... Das muss halt sein. Da, das kriegst du. Oder nein, egal. Das ist schlimm. Ja, ja. Was? Man darf nicht mal landen. Man kann übrigens auch im Eiswasser landen und dann wäre es schlecht, weil dann ist man, als wäre man null gesprungen. Yay! Haben wir da nochmal eine Mission gleich beim ersten Mal geschafft. Und das war's auch für diesen Part. Du hast einen Kristall. Oh, wir haben es geschafft, wir haben Kristall. Um die Eismeer zu entfernen, brauchen wir nur noch 3 weitere. Ciao. Glückwunsch zum Abschluss der Mission. Tja, dann hoffen wir, euch hat auch diese Folge gefallen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es hier in Sparkling weitergeht, dann müsst ihr auch in der nächsten Folge von Let's Play Mario Sonic, mein liebsten Winterspiel, Story Mode von Vancouver 2010 einschalten. Also, nicht verpassen und Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.